Wow, was geht? Schönen Morgen, schön hell, schön müde. Hab nur gute 4 Stunden gepennt. Alter, jetzt ist gleich 9 und der pennt immer noch. Und ja, heute ein Daily Vlog, der kommt aber ein bisschen später. Und ja, schaut mal her, dieses Hotelzimmer hat die Dusche mitten im Zimmer drin. Was ist das für ein Scheiß? Oh mein Gott. Nee, ich bin voll im Arsch, bin voll müde. Haben eine lange Fahrt hinter uns gehabt. Haben dann später auf so ein hartes Bett gepennt. Und keine Ahnung, ich konnte nur maximal 4 Stunden schlafen. Danach war es Sense. Dann bin ich ein bisschen rausgegangen, dann ein bisschen frühstücken. Boah, fett frühstücken, das war echt heftig. Ich bin so voll und so überladen. Dieses Hotel hat nur 1 Stern, wo ich mir auch denke, 1 Stern? Ich war noch nie in einem Hotel, wo ich mit 1 Stern war. Was ein krasser Scheiß. Es hat alles Nötige. Man hat einen Fernseher, man hat 2 Betten, man hat eine Dusche, man hat ein Scheißhaus. Ich gehe jetzt mal raus und lass die mal pennen. Weil der Fong hat ja noch heute einen anstrengenden Tag vor sich. Er muss hier die ganzen YouTuber abknallen. Dann bis gleich. Yo, ich bin jetzt ein bisschen draußen und ja, weil Fong und Mai wollen ja ein bisschen alleine sein und so. Ja, wisst ihr Bescheid? Nee, ich mag. Nee, die wollen noch pennen, weil, keine Ahnung, ich konnte nicht richtig gut pennen. Das Bett war richtig fett, hart und so und alles und dran, aber das Frühstück ist Hammer gewesen. Frühstück für 6 Euro, Buffet. Pff. Hab alles mir reingezogen, ey. Ich bin jetzt voll satt, ich brauche kein Mittagessen mehr. Und ja, ich gammle jetzt irgendwo in Gießen, halt in der Nähe von Frankfurt und werden dann nachher so um 11, 12 dann losfahren. Die wollen noch wahrscheinlich noch zu Maggie und wir wollen dann mit den anderen treffen und dann beginnt das große Paintball-Turnier. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich bin jetzt mal auch da unterwegs und werde auch ein bisschen drehen mit dieser Kamera halt, weil ich mir denke, ja, ist ja ein kleines Event und so, kann man ein bisschen ein paar YouTuber penetrieren und so. Ich chill jetzt noch ein bisschen in der Sonne, weil es ist so ziemlich geil, weil gut, dass ich hier eine kurze Hose angezogen habe, weil ich mir gedacht habe, ich habe mir ein bisschen Wetterbericht angeschaut und hier soll ja wirklich so 22 Grad, 24 Grad werden und gute Entscheidung, kurze Hose. Und ja, ich chill jetzt noch ein bisschen, muss jetzt warten, wie lange die noch pennen, Mann, die Schlafnasen und ja. Ja, hast du noch gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen. Ich habe so scheiße geschlafen. Du hast gar nicht geschlafen, oder? Doch, ich habe 4 Stunden gepennt. Bis irgendwann so... Und dann nicht so, wer war das jetzt? Und da sehe ich, oh, Fong. Ehrlich? Ja. Ich war nicht so mit der Schnarchstadt. Ja, aber er musste irgendwas mit der Nase probieren. Oder der Nase wachsen. Keine Ahnung. Du musst aber auf die Nase. Oder ich? Keine Ahnung, ich hab den mitbekommen. Naja. Dein Gutschein. Ja, jetzt fahren wir mal gleich. Ja, fahren wir gleich los. Lass erstmal essen die bisschen Mittag. Und dann schauen wir mal. Alle Leute sind schon fast dort, alle sind schon unterwegs. Mal gucken, wie diese Veranstaltung wird. Jo, dann sehen wir uns gleich. Jo, bisschen Product Placement. Naja, jetzt eigentlich mal ein Red Bull, gleich saufen. Dann fahren wir jetzt gleich zum Paintball Area. Ja, vorher so zum Tank. Also brauchst du jetzt eine Tanke? Ja. Eine Tankstelle. Und dann schauen wir mal, ob die anderen auch alle da sind. Jo, wir sind da und wir müssen sagen, es ist wirklich hier ein Kaff. Ein riesen Kaff. Und Fong ist fast ausgerastet, weil er keinen Parkplatz gefunden hat. Und so, passt doch. Er parkt auf so einen Hügel. Und ja, wir müssen dahinter. So sagen, wir müssen noch ein bisschen gehen. Aber wir warten noch auf ein paar andere, auf die anderen warten wir noch und schauen, wie der Plan ist. Und ja, ist schon krass, ey, ohne Witz. Es ist wirklich so, wo ich mir denke, ey, wir sind... Ich dachte, es wird so richtig professionell, so Stadion und so. Nein. Das siehst du dann alles vor Ort. Das sieht aus, als wäre hier jemand ermordet worden, oder? Ein typischer klassischer Horrorfilm hier. Ja, natürlich. Schau dir diese Bude an, Mann. Sieht aus wie, keine Ahnung. Kennst du nicht die alte Legende? Da drin wurde jemand verschleppt und umgebracht. Ja. Und wenn du schaffst, eine Nacht zu überleben, dann kriegst du 1000 Euro. Es gab mal so eine Show, ne? Ja. Und da wollen die hier einen Livestream machen? Ja, du wirst es schon sehen. Ja, bin mal gespannt. So, die anderen sind jetzt auch da. Das filmt ja schon wieder. Mal gucken, was sie so treiben. Jetzt wieder schreien ganz laut hier. Schau dir an, schreien ganz laut hier. Alter. Halli, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Jo, die scheiß behinderte Kamera will ich auch haben. Aber ich hab's mir nicht gekauft. Ey, wie geht's dir? Was geht ab, Digga? Lange nicht mehr gesehen. Ey, es ist übelst lange her. Ich muss meine Jacke anziehen. Halli, hallo. Hallo. Hi, ich bin der Steve. Melissa, hi. Ey, Digga, was geht?
Mann, sehe ich gut aus. Hallo, wie geht's? Danke schön. Dir? Ja. Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, alles cool, alles cool. Vom Fahren, ey. Ah, bin ich im Arsch. Hallo. So, alles klar. Na, Team Captain. Wie geht's dir? Ja, ich werde sowas von. Ich bin ein bisschen müde. Ja, ist auch gut. Ja, das halte ich mir gerückt. Schau, da ist jemand von Footlocker. Ich bin der Schießrichter. Aber es ist hier voll die Pampa. Ich hätte ja Nike. Mega am Arsch. Ich hab gar keinen Empfang, Mann. Ich hab nur einen fucking. Ich hab kein Netz. Wenn du Auto hast, bist du verloren hier. Ja. So. Ja, Doktor? Ja, ich bin mal gespannt, da kommen die ganz anderen. Die wir alle fertig machen werden. Ja, Apple. Ich bin der größte Spaß von allen übrigens. Weil alle haben Sachen mitgenommen, ich nicht. Nee. Alles ist privat, jeder Parkplatz ist da. Aber das steht doch für Gäste. Aber kommt wirklich jetzt Ärger. Das ist Privatgäste. Das hier geschickt, so. Nicht da. Ah, okay. Oh, habt ihr gelesen? Die Gefahr des Eintretens schwerer und oder tödlicher Verletzung. Möge der Spaß beginnen. Durch die Teilnahme am Bankverspiel kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Also. Fong ist der Standardwisch, oder? Ist das Standardwisch? Ja. Okay. Weil einfach mal da steht, ja, wenn sie mal. Es kann passieren. Kann passieren, ja, ist Standardwisch. Musst du unterschreiben. Krasser Scheiß. Ein Tier kennt keinen Schmerz. Ja, was suchst du? Klo. But first, let me take a selfie. Hallo. Hallo, Steve. Gut geht's. Noch jedenfalls. Noch bin ich nicht getroffen worden. Also, du spielst ja auch mit? Ja, ich spiele mit. Bei welchem Team? Bei den Totauen, bei Jules. Oh! Ey, der Große ist auch da. Wie geht's dir? Hey, Steve. Hi, alles cool. Und? Du alles cool. Feuerst denn? Ich guck mal so, ja. Ich mach Chili da. Großer Chili da. Jo Leute, was geht? Ich bin gerade mit dem Brotschuh hier und wir sind jetzt gerade voll dabei. Die Schokoladen gegen die Gruppe von Trashpack nochmal. Trashpacks? Ja. Oh, es läuft jetzt gerade. Ich find's immer so lustig, Doktor. Wir sind einfach immer da hinten in der Ecke. Der alte Camper. Wir sind jetzt alleine. Oh, du Jo, wir chillen gerade, Jamie und ich. Und wie fandest du es heute? Platz 3. Oh, wenn du fertig bist, merkst du wirklich jeden Muskel. Du merkst wirklich, wie jede Pore deiner Haut so pulsiert. Du hast gar keine Energie mehr. So, ich saß jetzt gerade noch hier mit Jules und der auch. Aber es war wirklich eine coole Idee. Also ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass das so gut geworden ist. Es hat Spaß gemacht. Und ja, das war das Wichtigste. Ja. Ich war noch nie mein Leben wirklich so in so einem Modus. Ich habe gesagt, so, ey, hier, Sieg. Ja. Also, ich habe gemerkt, also unser Team, das war voll auf Sieg gedrillt. Also so natürlich, natürlich. Also, nee, wir haben mal richtig so gemerkt. Und aber dann später, wo es dann Platz 3 wurde und wie Tontauben insgesamt dieses Turnier dreimal weggehauen haben, das war schon lustig, aber war auf jeden Fall harte Matches. Wie gesagt, ich habe es sehr gefeiert. Ich war wirklich voll dabei. Ich habe euch angefeuert. Ich fand es immer so scheiße, dass Fong immer, Fong ist raus. Nein, was dieses ist. Ja, aber Fong ist ohne Scheiß. Der hat wirklich gut gecoacht. Sehr gut, genauso gut wie unser Coach. Nochmal hier, danke, falls er das sieht. Also der hat uns wirklich immer ermutigt. Hat uns aber auch wirklich gesagt, wenn wir was scheiß gemacht haben, das ist scheiße, das war scheiße, müsst ihr so und so machen. Aber wenn wir was gut gemacht haben, hat er uns danach jedes Mal gelobt. Und Frank hat uns wirklich gute Tipps gegeben. Den Masken, also wir haben viel bessere Masken gehabt als die anderen. Also die waren viel bequemer einfach nur. Wir haben uns auch Handschuhe für uns gehabt. Und ja, es war gut. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass Aydin das nächstes Jahr wieder macht. Weil ich habe wirklich gemerkt, so diese Resonanz, dieses Event ist gut angekommen. Ich bin mal gespannt, wie gesagt. Und ich bin mal gespannt auf das Material. Ich werde da was Lustiges zurechtschneiden. Ich bin gespannt auf das Material von allen. Besonders von der Paintball-Liga. Also Alexa Beck hat wahrscheinlich geiles Footage. Oh, ja, wie gesagt, ich sag wieder immer so oft wieder gesagt. Nee, das war es eigentlich von diesem Vlog und es kommt ein bisschen später, wie gesagt, es kommt nicht heute, es kommt erst Sonntag, sozusagen morgen. Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr das fandet und Abo, Like und... Naja, die sehen nur eigentlich nur meine Fresse bei dem Vlog, aber sonst... Ja, das war's wieder. Adios. Haut's rein. Ciao.